14. Wie alt ist man denn mit 14? Zehn Geheimnisse über Area 51 gucken wir uns jetzt an. Ich möchte nichts hören. Ich möchte nichts hören. Lieben gerne, mein Freund. Hä? Gibt es Aliens? Machen wir uns ein bisschen schlau. Gibt es Aliens? Aliens, ja. Gibt es Corona? Ja. Gibt es Delay? Nein. Weiß ich nicht. Ansichtssache. Okay. Wir gucken uns das jetzt an. Ja. Wie ihr seht, wir sind drin und wir haben uns mal umgeschaut. Aber was ist denn das? Oh Gott, meine Herren, der arme Wissenschaftler. Top 10. Das ist übrigens cringe. Heute 10 Geheimnisse über Area 51. Nummer 10, es existiert. Ja. Ja, das ist offiziell nämlich noch gar nicht so lang bekannt. Ich kann euch die Geschichte erzählen. Freunde, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Ich habe mir das alles schon durch, bevor er das jetzt alles sagt, ich habe mich da so krass schlau gemacht. Dieser Typ, es wurde, ganz kurz, Hintergrundinformationen. Die Regierung wurde gefragt, gibt es die Area 51? Die meinten nein. Dann kam Google Maps. Dann hat man gesehen, da gibt es was. Wie sollen die darauf kommen, überhaupt zu fragen, ob es Area 51 gibt? Die meinten, es gibt sowas in der Art. Die haben gefragt. Und dann hat einer gesagt, nein, gibt's nicht. Dann kam Google Maps und hat die alle hops genommen, weil man hat gesehen, da gibt es was. Und dann haben die erst gesagt, ja, hier, da ist was mit Flugzeugen. Digga, wenn es nur was mit Flugzeugen wäre, warum sagt das nicht direkt, die Scheißknechte? Bis 2013 war die Area 51 offiziell noch geheim. Dann erklärte die US-Regierung ganz offiziell, ja, das Gelände in der Wüste von Nevada existiert. Entstanden ist Area 51 im Jahre 1955 und dank dem Freedom of Information Act, einem Gesetz zur Informationsfreiheit über Dokumente von staatlichen Behörden, wissen wir jetzt mehr. Enttäuschend für Verschwörungstheoretiker jedoch, laut CIA werden dort gar keine Aliens oder UFOs versteckt. Hier ja, Digga, denkst du, die ja, machen, die sagen auch, ja, okay, wir verstecken ja, Aliens und UFOs? Jetzt kommt was Cooleres. Ich dachte jetzt auch. Ohne Cooleres. Sinn. Regierungsbehörde Weiter. Behauptet, es handele sich lediglich um ein Versuchsgelände für Militärflugzeuge. Mhm. Digga, das können die ihren Friseuren erzählen, aber nicht mir. Schöne Dinger. Nummer 9, spionieren mit der Lockheed U-2. Die Entwicklung des Lockheed U-2 Aufklärungsflugzeug war tatsächlich der Grund, warum man die Area 51 errichtet hatte. Es wurde auch Drachenlady genannt, weil es als unberechenbar galt. Das strategische Spionageflugzeug konnte tatsächlich in sagenhaften 21.000 Metern Höhe fliegen. Man flog so hoch, da man überzeugt war, dass das Radar und die Raketen der Russen niemals derart hochfliegende Objekte erwischen könnten. Auch wenn das russische Radar so seine Probleme hatte, die U-2-Flieger aufzuspüren, hatten viele Amerikaner schon des Öfteren da mal etwas am Himmel gesehen. Man vermutet, dass die Hälfte aller UFO-Sichtungen in den späten 1950ern bis hin zu den 60ern tatsächlich nur U-2-Flieger. Du kannst mir doch nicht erzählen, Sidney, dass diese ganzen angeblichen UFO-Sichtungen alles fake ist. Wenn das ein Dings ist, ein Militärstützpunkt, wo die Flugobjekte erfinden und Flugzeuge testen, waren. Durch das dann unlackierte normal. Metall reflektieren. Nein, dann ist normal, dass da, das sind ja ein paar verschiedenen Formen und sowas sonst nicht gibt, so Flugzeuge, die Drohnen. Und es war geheim, weil sie damit die Russen ausspionieren wollten. Deshalb wurde nicht bekannt gemacht, dass sie dort tüfteln, womit die Russen ausspionieren, weil sonst die Russen dahin fliegen. Hör mir zu, du kannst mir nicht erzählen, dass alles so, dass es eins davon war ein UFO. Sie auch die Sonne richtig schön. Nummer 8, UFOs. Auch wenn die CIA behauptet, es gäbe keine Aliens in der Area 51, yeah, wissen wir nicht zuletzt durch den Film Independence Day, dass selbst der US-Präsident nicht weiß, was genau dort abgeht. Ex-Präsident Bill Clinton erzählte, dass er selbst Nachforschungen zu dem Thema anstellte, aber nichts fand. Yeah. Ob das wohl stimmt? Ja, cool. Weiß Angela Merkel, was wir bei Hertha machen. Was wir bei Hertha machen. Vielleicht haben wir da auch Aliens, ohne Sinn. Ganz schlechtes Beispiel. Und ich möchte was sagen. Ja. Das wusstest du, dass Mitarbeiter in der Area 51, jeder, der da gearbeitet hat, ist komischerweise verschwunden, der danach, ja, ist so, keiner kann dazu was sagen, geh mal zu jemandem, es gab eine Person, die wollte sagen, was in der Area 51 abgeht, oder hat auch irgendein Video darüber gemacht, Digga, ein paar Tage später ist der Mann irgendwie verschwunden, die dürfen auch nichts sagen, ja, was ist es denn, warum dürfen die nichts sagen, wenn da irgendwelche Flugzeuge durch die Gegend fliegen? Schweigevertrag oder so. Ja, Schweigevertrag als Maul, Junge.
Nummer 7, Fake Mondlandung. Digga, während die ein- sagst du, es gibt eine Mondlandung? Chat? Ja, du? Ja, oh. Ich auch. Ja, okay. Ein Glauben, dass Area 51 der Ort ist, in dem außerirdische Lebewesen und Raumschiffe versteckt werden, glauben andere, dass es hier eher um Verschleierungstaktiken gehe. Ja, einige vermuten, dass hier die Mondlandungen gefaked wurden, denn man hätte dort Raumfahrtequipment, Mondfahrzeuge und lebenserhaltende Systeme getestet. Die Theorie, dass die gesamte oder Teile der Mondlandungen dort gedreht wurden, ist sehr umstritten und existiert schon seit den 1970ern. Ach so. Einige Theoretiker behaupten gar, dass die Menschheit grundsätzlich noch nie auf dem Mond war und dass man 1969 damit anfing, die Mondlandungen zu faken, da man den Wettlauf ins All gegen die Sowjetunion gewinnen wollte. Doch diese Theorien konnten umfangreich widerlegt werden. Yes! Nummer 6, die wahre Vertuschung. Vergiss mal kurz alles über Aliens, UFOs und Mondlandungen. In den 90ern wurde die Area 51 beschuldigt, mit Hilfe der US-Regierung den Tod zweier Mitarbeiter vertuscht und möglicherweise auch dafür verantwortlich gewesen zu sein. Rechtsanwalt Jonathan Turley vertrat Wally Kessler und Bob Frost in zwei Prozessen. Die beiden wurden schwer krank, nachdem sie auf der Area 51 arbeiteten. Teil der Anschuldigung war, dass die Regierung gegen das Gesetz verstoße und das Leben seiner Mitarbeiter riskiere. Sie seien giftigen Dämpfen ausgesetzt durch die Verbrennung von giftigem Abfall. Dies hätte bei den Mitarbeitern zu ernsthaften Haut- und Atemwegserkrankungen geführt. Der Anwalt wollte vor allem auch herausfinden, was genau... Kennst du dich bei Verschwörungstheorien? Ich bin richtig drin bei Verschwörungstheorien, alles, Digga. Ob's Bermuda-Dreieck, Area 51, 9-11, egal was, Digga, ich bin da so krass drin überall. Das ist der Wahnsinn. Illuminati, bin überall drin. Ich bin sogar so weit drin, dass irgendwie... Ich hab gehört, Beyoncé soll so eine Eidechse sein. Quack. Oder war Obama, das Obama? Auch. Obama auch, wie hat sie auch. Das sind alles Quarks, Freunde. Genau da möglicherweise verbrannt wurde, sodass die Mitarbeiter entsprechend behandelt werden können. Ich bin so ein Querdenker. Doch die Klage wurde abgewendet, da die Regierung damals noch nicht die Existenz der Area 51 publik gemacht hatte. Nee, die Erde ist rum. So war auch nicht herauszufinden, was da möglicherweise verbrannt wurde. Nach Bob Frosts Tod entnahmen Top-Wissenschaftler Gewebeproben, doch nicht einmal die Experten konnten die exotischen Substanzen, denen sein Körper ausgesetzt war, identifizieren. Nummer 5, ausländische Technologie. Jetzt kommt Marlon ins Spiel. Seit den 60ern war ein Ziel auf der Area 51, alle möglichen ausländischen Militärflugzeuge zu analysieren. Das war im Kalten Krieg für die US-Regierung von besonders wichtiger Bedeutung. Man wollte wissen, wie man die Technologie der Sowjets zum eigenen Vorteil nutzen könnte. Besonders großen Respekt hatte man vor den sogenannten MiGs, das waren die sowjetischen Überschallflugzeuge, die in Konkurrenz unter anderem zur amerikanischen McDonnell F4 standen. Und man hatte Glück, der irakische Luftwaffenpilot Captain Munir Redfa lief über. Er flog seine MiG-21 nach Israel und von dort aus gelangte die Maschine in die USA auf das Gelände der Area 51. Dort konnten die Amis die F4 mit der MiG-21 vergleichen und Schwächen der MiG ausfindig machen. Das war entscheidend für den militärischen Erfolg der USA und auch von Israel. GG's. Nummer 4, nukleares Nevada. Warum ist es mitten, okay, Sydney, wenn es nur so ein scheiß Flugding ist, warum zur Hölle darf da kein Schwanz in Umkreis von was weiß ich wie vielen Kilometer hin? Weil es geheim ist, deswegen war es ja auch geheim. Warum kannst du jetzt nicht dahin? Warum kannst du jetzt nicht dahin? Erklär's mir. Warum sollte man? Warum, Digga, warum, wenn da nur so eine scheiß Drecksflugzeuge durch die Gegend fliegen? Deshalb ist es auch in der Wüste, damit da keine Flugzeuge rüberfliegen können und sowas. Weil es geheim ist. Ihr seid alles... Zu welchem Militärgelände? Das ist keine Querdenker. In Deutschland, meine Schwester wohnt in der Nähe von einem Militärgelände, darf man auch nirgendwo in die Nähe. Ja, okay, Digga, also im Militär, hast du mal gesehen, wo das ist, Area 51? Ja, mitten in der Wüste, wie gesagt. Wo ist denn das? Wo soll das sein? Mach Satellit an, dann siehst du die Wüste wenigstens. Wo soll das sein? Unten links. Ja, ja, ich weiß, aber... Je ne parle pas français, aber bitte... Wo ist das? Ja, ich auch nicht. Du hast bestimmt 1000 Mal gegoogelt, Junge. Du meinst an irgendeinem See oder so letztes Mal? Das ist an irgendeinem See. Green,
Greensee. Der Grüne. Las Vegas. Ach, Digga, ist mir jetzt auch scheißegal. Was soll ich euch erzählen? Es ist einfach nur alles gefaked. Warum ist Las Vegas mitten in der Wüste? Es ist alles gefaked. Und dem Wettrüsten im Kalten Krieg malten sich die USA alle möglichen Szenarien aus, darunter auch, was passiert, wenn ein Flugzeug, das eine Atombombe transportiert, eine Bruchlandung auf amerikanischem Boden hinlegt und dabei radioaktives Material austritt. Und es soll X-Faktor, das Unfassbare ist geil. Sollte nicht bei Spekulationen bleiben. Mitarbeiter des Pentagon waren entschlossen, dieses schmutzige Szenario auszuprobieren. Und da schien das abgelegene Gelände rund um Area 51 und Area 13 der perfekte Schauplatz zu sein. Schließlich sollte die Öffentlichkeit davon nichts mitbekommen. Eine gefakte Stadt wurde im Bereich der Area 13 errichtet. Statt Menschen gab es dann dort Esel, Hunde, Schafe und Ratten. Alle sollten sich einer nuklearen Explosion stellen. 1957 wurde die Simulation durchgeführt. Dabei verteilte sich tödliches Plutonium über 3,5 Quadratkilometer. Ein Jahr danach wurde die Area 13 abgeriegelt und geriet in Vergessenheit. Aber erst 9 Jahre nach der Explosion wurde mit einer Aufräumoperation begonnen. Dabei wurden mehr als 1400 Tonnen radioaktiver Boden ausgehoben. Ich habe auch gerade an Nuketown gedacht. Doch die amerikanische Defense Nuclear Agency gab zu, dass man wohl nie wissen würde, wie umfangreich die Verbreitung tödlicher Plutoniumpartikel wohl gewesen sein muss. Denn so Dinge wie der Wind oder auch Regenwürmer können die Radioaktivität verteilen. Wir kommen zu Nummer 3, neue Technologien. Tatsächlich ist unbekannt, welchen Zweck die Area 51 momentan erfüllt. Ja, was ist da? Was soll da sein? Also sage ich ehrlich, wenn da Aliens sind, dann sind die jetzt da auch übrigens nicht mehr. Die wurden weggemacht, weil alle Theoretiker da ein Auge legen. Aber da waren sie auf jeden Fall mal. Da waren sie drinne, Kollege Schnürschuh, der auf dem Ding da rumliegt. Wir wissen so vieles gar nicht, Sydney. So vieles da draußen in der Welt, wovon wir nichts mitbekommen, weil alles nicht in die Öffentlichkeit geht. Wir sind kleine Marionetten. Sie spielen mit uns, wie kleine Marionetten. Und wir wissen nichts, Chat. Wir sind völlig unwissend. Wir sind unwissend. Das redest du, es ist die Wahrheit. Doch schon immer vermutet, dass hier neuartige Fluggeräte sowie Waffen getestet und entwickelt werden. Ein derartiges Vorhaben war bereits 1959 das Project Oxcar, zu Deutsch Ochsenkarre. Hierbei wurde die Lockheed A-12 entwickelt. Dieses Aufklärungsflugzeug war seiner Zeit voraus größtenteils aus Titan gefertigt und flog bis zu 29 Kilometer Höhe. Dann gab es noch die D-21-Drohne, dieses auf dem Radar nicht erkennbare Tarnkappenflugzeug hier und die Lockheed F-117 Nighthawk, ausgelegt für verdeckte, tödliche Angriffe. 2014 berichtete das Technologiemagazin Wired, dass ein futuristisches... Ich verstehe gar nicht, wie die so mit den Raketen so genau treffen können und so. Das finde ich krass. Die schießen so aus Irak eine Rakete 50.000 Kilometer und die trifft die Station von den... Ja, ich glaube, du gibst da Koordinaten ein einfach. Ja, ist doch übertrieben krass. Wie geht sowas? Digga, so krass finde ich das nicht mal. Ich überleg mal, wenn du in dein Navi eingibst, dass ich jetzt... Kann man Raketen wirklich lenken? Digga, ich habe noch nie eine Rakete gelenkt oder gebaut. Ich kann es dir nicht sagen. Aber... Ich glaube, das machst du mit Koordinaten. Das Flugzeug im Gebiet der Area 51 gesichtet worden sein soll. Es handelt sich dabei um ein Tarnkappenflugzeug, bekannt unter dem Namen Bird of Prey, zu Deutsch Raubvogel. Blackbird. Dieser von Boeing entwickelte Einsitzerjet soll nie in Serie produziert worden sein. Vielmehr handelt es sich um einen Prototyp, an dem Technologien erprobt werden. Darunter angeblich auch eine aktive Tarntechnik, die es möglich machen soll, dass das Flugzeug seine Farbe je nach Umgebung anpasst. So sei es augenscheinlich unsichtbar am Himmel. Angeblich jedoch soll das Projekt bereits 1999 eingestellt worden sein. Wir kommen zur Nummer 2, das Thema mit der Sicherheit. Die Location von Area 51 am Groom Lake in Nevada. Groom Lake, ich hab's euch gesagt, ja. Der Groomige. So ein Groom Lake, Freunde. Da werde ich irgendwann so ein entspanntes Bad nehmen. Soll ausgewählt worden sein, da es sich um sehr abgeschiedenes und flaches Land handelt, umgeben von Bergen, die das ganze Gebiet nochmal abschirmen. Ja. Bevor man überhaupt in die Berge gelangen kann, ist bereits in 16 Kilometer Entfernung der Basis eine regelrechte Absperrkette. Orange Pfeiler markieren die Grenze, Wachposten patrouillieren und Überwachungskameras haben das Ganze auch nochmal im Blick. Sagst du wegen ein paar Flugzeugen, ne? Mhm. Hast du ja gesehen, was die alles schon entwickelt haben. Sagst du für ein paar Flugzeuge, ne? Chameleon-Flugzeug sogar schon. Dann soll es noch Magnetsensoren geben, die Bewegungen registrieren und an die Wachposten weiterleiten.
Der Ex-Sicherheitsmann der Area 51, Fred Dunham, berichtete gegenüber National Geographic, dass er, als er dort arbeitete, den Befehl hatte, Eindringlinge gar zu töten. 2012 versuchte ein Team des britischen Senders BBC, die Area 51 zu erreichen. BBC? Natürlich wurden sie erwischt. Sie mussten 3 Stunden lang mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen, während ihre Identität geprüft wurde. Dann mussten sie noch fast $500 Strafe zahlen. Und die Nummer 1, eingeschränkter Luftraum. Was auch immer sich da abspielt, ist so geheim, dass nicht nur der Boden aufwendig bewacht wird. Tatsächlich gilt der Luftraum überhalb der Area 51 als der am meisten eingeschränkte Bereich weltweit. 1974 jedoch lösten Astronauten an Bord der US-Raumstation Skylab eine große, aber geheime Sicherheitsdebatte aus, die beinahe dazu geführt hätte, dass die Area 51 der Öffentlichkeit bekannt wurde. Jahrzehnte bevor die CIA tatsächlich dazu bereit war. Obwohl die Astronauten eingewiesen wurden, die Area 51 sei das einzige Gebiet auf der Erde zu heikel, um es zu fotografieren, machten sie versehentlich Fotos von oben. Damit versetzten sie die CIA in Panik. Die veranlassten, dass die Aufnahmen sofort unter Verschluss gerieten. Die NASA hingegen war der Auffassung, dass es sich bei ihrer Arbeit um einen Dienst im Sinne der Öffentlichkeit handle und daher die Fotos veröffentlicht werden sollten. Sie, nur sie argumentierten, dass die Sowjetunion ohnehin bereits Satellitenbilder von der Area 51 hätten. Die Debatte ging monatelang und führte tatsächlich zu einem Zerwürfnis zwischen Regierung und dem Militär. Doch am Ende setzte sich die CIA durch und die Fotos blieben für Jahrzehnte unter Verschluss. Sehr spannend, was sich da wohl alles auf der anderen Seite des Atlantiks momentan so abspielt. Schaut euch unbedingt auch die Videos zu diesem Thema auf unserem Zweitkanal streng geheim an. Da gibt es zunächst das Video Area 51, nur eine Ab... Also es gibt Aliens. Das ist meine Meinung dazu. Es gibt Aliens. Das war ein spannendes Video, ja. Fand ich interessant. Es gibt aber bessere Area 51 Videos. Es gibt Aliens, so wahr ich hier sitze. Everything has changed. Every day.